Wie viel Fortschritt kannte das Altertum? Während die Germanen vor 2000 Jahren ein raues Leben führten und mit einfachen Mitteln gegen Hunger und Krankheiten, sogar gegen Seuchen kämpfen mussten, lebten die Römer hingegen in einer eher kultivierten Zivilisation. Ihre Kenntnisse von Kunst und Wissenschaft, vor allem von der Medizin, können durchaus mit denen von heute verglichen werden. Trotz oder gerade wegen blutiger Konflikte und gefährlicher Sportarten besaßen sie höchst geschickte Ärzte. Sie halfen Kranken und Verletzten mit gutem Erfolg. Viele Menschen meinen, die großen medizinischen und technologischen Fortschritte seien vor allem in den vergangenen 200 Jahren erzielt worden. Das ist falsch. Archäologen und Historiker haben Unglaubliches entdeckt. Komplizierte medizinische Verfahren gehörten zum römischen Alltag. Die Ärzte verfügten damals über Kenntnisse, die 2000 Jahre lang verschüttet waren und erst kürzlich wiederentdeckt worden sind. Das Altertum kannte keine Elektrizität, keine motorisierte Technik oder moderne Medikamente. Und dennoch beherrschten Heiler der klassischen, antiken Zeit mehr als 130 Operationsmethoden, die noch heute in fast gleicher Form Medizinstudenten beigebracht werden. Immer mehr faszinierende Einzelheiten belegen, dass die Römer in der Lage waren, gefährliche und schwierige Eingriffe vorzunehmen. Patienten konnten sich in den Händen der Altertumsärzte durchaus sicher fühlen. Die römische Medizin ist höchst eindrucksvoll. Wer sich ihre Art, Kranke zu untersuchen, ihre Diagnostik und ihre Operationstechnik anschaut, kann erkennen, dass sie später, mehr als 1500 Jahre lang, nicht übertroffen worden ist. Die moderne Medizin hat das Leben der Menschen dramatisch verändert. Noch vor 200 Jahren galt die Chirurgie als blutiges und brutales Geschäft mit unsicherem Ausgang. Heute verfügt sie über präzise und erfolgreiche Technik. In alten Texten aus der Antike verbergen sich bislang unbekannte Tatsachen. Sie belegen, dass viele wissenschaftliche Erkenntnisse der Neuzeit schon vor 2000 Jahren vorhanden waren. Ein römischer Arzt wäre sehr wohl in der Lage, ein modernes Chirurgenbesteck zu erkennen. Und er wäre geschickt und geübt genug, es handzuhaben. Wir glauben gern, wissenschaftliche Medizin und Chirurgie seien Gaben der Neuzeit. Wer in alten Zeiten krank war, so denken wir, der griff zu einem Amulett, schluckte verhexte Tränke oder betete zu den Göttern. Und um die Wahrheit zu sagen, in einem mittelalterlichen englischen Hospital könnte das auch so gewesen sein. Aber in der Antike wurde ein völlig anderes Kapitel der Medizingeschichte geschrieben. Viele moderne Heilmethoden und OP-Techniken haben wir nicht entdeckt, sondern wiederentdeckt. Ärzte und Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts zeigten ihre Kunst im anatomischen Theater. Sie waren Pioniere ihrer Zeit. Doch einige ihrer Ideen waren keineswegs so neu, wie die Geschichtsbücher es glauben machen wollen. Schon 2000 Jahre früher operierten griechische und römische Ärzte sogar Augen und Harnblasen. Sie flickten gebrochene Knochen und kannten einige Eingriffe ins Gehirn. Der beste und geschickteste unter allen Ärzten der Antike war ein außergewöhnlicher Mann und Philosoph. Sein Name Claudius Galen. Er kam aus Pergamon. Seine Entdeckungen und sein Ehrgeiz ließen ihn zum größten Medizinexperten der römischen Ära werden. Galen war ein Genie, arrogant, hochgebildet und hellwach. All dies weist auf einen ziemlich einmaligen Mann in der Geschichte hin. Very, very rare.
Galen lebte zu einer Zeit, als sich das römische Imperium über Europa, Nordafrika bis in den Mittleren Osten erstreckte. Sein Heimatort Pergamon, auf heute türkischem Gebiet, war damals eine zivilisierte und wohlhabende Römerstadt in der östlichen Region des riesigen Reiches. Galens Vater war ein bekannter Architekt. Ihm soll Asklepios, der Gott der Heilkunst, höchstpersönlich im Traum eingeflüstert haben, sein Sohn müsse Arzt werden. Es gab kaum einen besseren Platz für seine Ausbildung auf der Welt als Pergamon. Die Stadt war ein Zentrum der Wissenschaft, Technik und Heilkunde. Ein guter Ort für den Beginn seiner außerordentlichen Karriere. Nur in einer anderen Metropole hätte er mehr lernen können. Im ägyptischen Alexandria. Als Galen gerade 19 geworden war, traf ihn ein schwerer Schicksalsschlag. Sein Vater starb. Das machte ihn aber auch unabhängig. Er konnte reisen. Eben auch nach Alexandria, dem Zentrum der antiken Wissenschaften. In der dortigen weltberühmten Bibliothek fand der junge Galen viele Anregungen. Jahre zuvor hatten die Griechen die Stadt regiert. Sie erlaubten Medizinern, menschliche Körper zu sezieren, um ihre Kenntnisse zu erweitern. Doch zu Galens Zeit war das ein Tabu. Die anatomischen Erkenntnisse konnten jedoch in diversen Büchern nachgelesen werden. Galen stürzte sich in das Studium der Schriften. Zu jener Zeit erlaubte das liberale Alexandria immerhin das Studium menschlicher Überreste, auch ein Studium des Skeletts, was überall sonst verboten war. Das bot dem angehenden Chirurgen besonders gute Startchancen. Selbst Fachleute wussten damals wenig über den Körper. Nur vereinzelt riskierten sie entsprechende Untersuchungen. Galen konnte in Alexandria uneingeschränkt forschen und lernen. In der medizinischen Metropole begann seine lange Suche nach dem Geheimnis des menschlichen Lebens. Er nahm es nicht hin, dass Schicksale in der Hand der Götter liegen sollten. Sie gehörten nach seiner Überzeugung in die Hände eines Arztes, in seine Hände. Wer zu Galens Zeiten krank war, im Römischen Reich lebte und genug Geld besaß, pflegte sich gern in einem Asklepiaion. So hießen die Kultzentren für den Gott der Heilkunst. Sie waren antike Kur- und Heilbäder mit Ruhezonen, Gesundheitszentren und Andachtsräumen. Als Junge hatte Galen das griechische Epidauros kennengelernt, das, wie auch Pergamon, über ein berühmtes Asklepiaion verfügte. Dort durfte er den Priestern und Heilern helfen. Ärzte leiteten die Kuren, doch sie versicherten sich göttlicher Hilfe. Um gesund zu werden, mussten die Patienten zu Asklepios beten. Er stand als übermächtige Figur auf einem Sockel, mit dem Stab in der Hand, um den sich eine mächtige Schlange wand. Dem Gott wurden Opfer dargebracht. Dazu mussten die erkrankten Körperteile in Stein gemeißelt werden. Zahlreiche Hände, Füße, Ohren, Augen und sogar eine Brust aus Stein sind gefunden worden. Asklepios ist heute ein vergessener Gott. Doch sein Stab und seine Schlange haben als Symbole der Heilkunst die Jahrhunderte überdauert. Unter dem Namen Aesculap gehörte er auch zu den römischen Göttern. Vor 2000 Jahren war Asklepios mehr als nur ein Symbol. Medizin und Religion waren engstens ineinander verschlungen. Ärzte suchten in jedem Fall die Hilfe des Gottes.
Ein Chirurg muss immer alles aufbieten, was hilft, auch Götter. Das reicht bis zur Kunst der Instrumentenmacher. Sie formten die Griffe der Messer und Meißel als Schlangenkopf, als Symbol für Asklepios. Das gab den Patienten Zuversicht. Sie sollten an eine göttliche Heilung glauben. Das gehörte zur antiken Chirurgie. Nach seinen Studien in der Bibliothek von Alexandria kehrt Galen nach Pergamon zurück. Dort wartet eine berufliche Aufgabe auf ihn. Er wird Sportarzt. Während der Olympischen Spiele nutzt er die Chance, Spitzensportler medizinisch zu versorgen. Das gibt ihm die Möglichkeit, durchtrainierte Körper in Topform zu studieren und deren Verletzungen unmittelbar kennenzulernen. Wie heute auch sind das vor allem verstauchte Knöchel und gerissene Bänder. Aber Galen bekämpft sie intensiv. Chirurgische Eingriffe, Massagen, Salben und Reha-Maßnahmen stehen auf dem Programm. Seine Kenntnisse lassen ihn zum Vater der Sportmedizin werden. Wettkämpfe verfolgen die Römer leidenschaftlich gern. Und sie haben ihre Favoriten, die sie siegen sehen wollen. Beim Laufen, bei Diskus und Speerwurf hoffen ganze Städte oder Regionen auf den Sieg ihres Mannes. Scheitert er, kommt das einer Katastrophe gleich. Aus heutiger Sicht scheinen manche Behandlungsmethoden Galens zunächst eigenartig. Vor allem die, die er bei Brüchen oder Ausrenkungen anwendet. Der Arzt legt den Patienten auf ein Bett, das nach seinem Erfinder Hippokrates-Bank genannt wird. Auf der Behandlungsliege kann er den Körper des Kranken in die Länge ziehen. Der Patient wird mit dünnen Lederriemen an das Gerät geschnallt. Seine Knochen, Bänder und Sehnen werden leicht angehoben und gestreckt, sobald der Arzt an einer Kurbel dreht. Das mag aussehen wie ein mittelalterliches Folterinstrument, unterscheidet sich aber von modernen Traktionsbetten in heutigen Krankenhäusern kaum. Anstelle von Holz und Leder verwenden moderne Techniker Metall und Plastik. Die Grundidee ist die gleiche. Das Strecken der verrenkten oder gebrochenen Knochen sorgt für eine korrekte Lage. Der Athlet kann genesen. Menschen, die sich einen Arzt wie Galen nicht leisten konnten, erwartete ein böses Schicksal. Knochenfunde aus einem römischen Armengrab belegen das. Der gebrochene Knochen blieb quer im Bein. Galens Patienten erging es besser. Seine Arbeit machte Eindruck, auch bei den Organisatoren einer ganz anderen Sportrichtung, den Veranstaltern von Gladiatorenkämpfen. Die brutalen, blutigen Duelle hinterließen viele verwundete und verkrüppelte Menschen. Auch kleinere Blessuren konnten tödlich enden, wenn sich eine Infektion einnistete. Im ersten Jahr seiner Tätigkeit als Gladiatorenarzt starb keiner seiner Patienten. Darauf war Galen sehr stolz. Das Geheimnis lag in der Behandlung der Wunden. Er säuberte sie mit weingetränkten Schwämmen, eine frühe Form der Desinfektion. Galen hatte darüber hinaus erkannt, dass tiefe Wunden seiner Kämpfer nicht heilen konnten, wenn er sie nur verband. Nach schweren Verletzungen, bei denen wichtige Muskeln und Sehnen gerissen waren, griff er ein und nähte die getrennten Enden des Gewebes wieder zusammen. Dabei bediente er sich der damals vorhandenen chirurgischen Instrumente, die er immer weiterentwickelte. Einige sind unverändert,
noch heute in Gebrauch. Römischen Ärzten waren ihre Bestecke nahezu heilig. Einige nahmen sie sogar mit ins Grab. Originale Geräte, wie sie von Galen und anderen Ärzten benutzt wurden, konnten in seltenen Fällen gerettet werden. 1996 wurde in einem Dorf in der Nähe von Colchester in England solch ein Besteck in einem Ärztegrab gefunden. Seinem Besitzer war die gediegene Sammlung offenbar so wichtig, dass er mit ihr bestattet werden wollte. Der Fund ermöglichte den Nachbau des chirurgischen Werkzeugs. Was da in sorgfältiger Handarbeit entstand, könnten Mediziner auch heute benutzen. Galen wollte mehr. Er verlangte, dass seine Instrumente ausschließlich aus einem bestimmten Typ Eisen hergestellt wurden. Das Metall, ein Vorläufer des Chirurgenstahls, stammte aus einer Mine der römischen Stadt Noricum. Das Britische Museum in London besitzt einige der schönsten Stücke römischer Medizininstrumente. Der Kurator der Abteilung, Ralph Jackson, hat neue Erkenntnisse über die antike Wundversorgung gewonnen. Das handwerkliche Können war wirklich bis vor ganz kurzer Zeit unübertroffen. Dieses Instrument, ein scharfer Haken, wurde vor allem benutzt, um die Wund- oder Schnittränder zurückzuhalten. Er hat einen verzierten Griff und ein funktionelles Blatt, das in dem sehr, sehr scharfen und sehr schön gebogenen Haken endet, der die Arbeit leistet. Der römische Instrumentenmacher hat wirklich exzellent gearbeitet, als er das Teil fertigte. Die Instrumente sind nicht nur sehr kunstvoll ausgeführt, sie sind auch auf andere Art einmalig. Jahrhunderte vor und nach der römischen Zeit benutzten Chirurgen Messer und Zangen, die gerade zur Hand waren. Nur die römischen Ärzte orderten Bestecke, die eigens für ihre Zwecke hergestellt werden mussten. Die schwarzen und grauen Linien entstehen durch sehr dünne Bänder aus Silber und Silbersulfid. Sie sind in den goldenen Grund der Instrumente eingelegt. Ein Satz moderner chirurgischer Gerätschaften direkt neben einem alten. Die Ähnlichkeiten verblüffen. Einzig das Material, aus dem sie hergestellt sind, unterscheidet die Instrumente. Und natürlich der Altersunterschied von 2000 Jahren. Römische Operationsbestecke sind wirklich wundervolle Beispiele für handwerkliches Können. Und die Vorstellung, mit ihnen sei im Körper von Menschen operiert worden, klingt fantastisch. Galen, aber auch andere antike Autoren haben die Operationen beschrieben. Die Instrumente waren nicht verbesserungsfähig. Mit Anfang 30 packt Galen sein medizinisches Handwerkszeug zusammen. Er zieht um. Sein Ruhm ist inzwischen weit über die Grenzen seiner Heimat Pergamon hinausgewachsen, bis hin nach Rom. Die geschäftigste Stadt der damaligen Welt, das Herz des Imperiums, Rom. Hier konnte sich Galen wirklich einen Namen machen. Alles war größer und besser. Der Reichtum seiner Privatpatienten, aber auch die blutigen Exzesse der Gladiatorenkämpfe im riesigen Kolosseum. Roms Gladiatoren galten als die Besten des Reiches. Sie waren die Superstars unter den Sportlern ihrer Zeit. Am Leben zu bleiben, für die Kämpfer ein Glücksfall. Und es ersparte ihren Besitzern ein Vermögen. Doch die Behandlung der Kämpfer brachte Galen nicht nur Geld. Er lebte in einer Gesellschaft, die zwar Spiele um Leben und Tod duldete, die Sektion eines Leichnams jedoch nicht gestattete. So nutzte der Arzt die schrecklichen Verletzungen, die sich die Helden zufügten, um wenigstens flüchtig Einblick in das Innenleben ihrer Körper zu nehmen. Weil sich die Männer gegenseitig sezierten, konnte Galen beobachten und lernen.
Während andere Ärzte die Götter anriefen oder Zaubertränke zusammenbrauten, beobachtete Galen seine Patienten genau, untersuchte die Symptome, diagnostizierte den Schaden und begann ihn zu heilen. Seine Methode, den menschlichen Körper wie eine Maschine zu behandeln, war revolutionär. Er legte damit die technische Basis für medizinische Untersuchungen bis auf den heutigen Tag. Um den grausamen Erfahrungen aus den Kämpfen weiteres Wissen hinzuzufügen, sezierte Galen Tiere. Er hoffte so, die organischen Zusammenhänge zu erkennen und damit Licht ins Dunkel des menschlichen Körpers zu bringen. Doch die Experimente, die er auch öffentlich und an lebenden Tieren vorführte, riefen Kritik hervor. Dabei sollten sie mehr sein als eine grausame Show. Er band im Nacken eines Tieres Fäden um die Nerven und demonstrierte, wie er so die Bewegungen der Tiere einschränkte oder sie zum Schweigen brachte. Auch wenn das zweifelhafte Vorführungen waren, Galen war damit auf die Grundlagen der Neurochirurgie gestoßen. Sein glänzender Ruf, vielleicht aber auch sein Hang zur Show, ließen schließlich den höchsten Römer auf ihn aufmerksam werden: Kaiser Marc Aurel. Von da an war ihm die Gesundheit einer First Family der Antike anvertraut. Er avancierte zum Hofarzt des Imperators. Der damalige Höhepunkt einer jeden Medizinerlaufbahn war jedoch mit gewissen Risiken verbunden. Wer für die Gesundheit des mächtigsten Mannes der Welt verantwortlich zeichnete, dem oblag keine leichte Aufgabe, schon der vielen Feinde wegen. Und wenn der junge Sohn des Herrschers einmal krank werden sollte, dann, ahnte Galen, ging es nicht nur um das Leben des Kindes. Doch seine Methoden schlagen an. Galen bleibt bis zum Ende der Regierungszeit Marc Aurels Leibarzt. Als Wissenschaftler ist der Mediziner ein unermüdlicher Autor. Hunderte von Büchern über Themen der Heilkunde verbreiten vor allem seine Operationstechniken im gesamten Römischen Reich. Solange Galen sprudelt, blüht die römische Medizin. Das bezeugt auch die riesige Zahl von medizinischen Instrumenten, die aus jener Zeit noch vorhanden sind. Das Museum für Medizingeschichte in Rom besitzt eine der bedeutendsten Sammlungen wunderbar gestalteter Geräte. Die Kuratorin Dottoressa Carla Serracangeli hat sie studiert. Das Sortiment macht die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten deutlich. Oft sind die Geräte nach individuellen Wünschen der Ärzte maßangefertigt worden. Einige der komplizierten Geräte wurden bei Schwangerschaften und Geburten eingesetzt. Ein wichtiges Gebiet der Heilkunde, geht es doch ums Überleben des Imperiums. Der erhebliche Aufwand, der für die Medizintechnik betrieben wurde, zeigt, wie spezialisiert und wie fortschrittlich das römische Gesundheitswesen war. Manch außergewöhnliches Gerät mag zwar aus Bronze statt aus Edelstahl gefertigt sein, aber seine Übereinstimmung mit heute gebräuchlichen Modellen ist unübersehbar. Als Leibarzt des Imperators war Galen bei den Reichen und Mächtigen gefragt. So auch bei den Einwohnern des aufstrebenden Ortes Ostia vor den Toren der Stadt. Abseits der blutigen Gladiatorenkämpfe und der Intrigen bei Hofe stellten die Menschen dort abweichende Ansprüche an ihre Gesundheit. In Ostia befanden sich Sportarenen, Bäder und eine öffentliche Halle, in der Galen seine tägliche Sprechstunde abhielt. Die Stadt konnte sich schon damals rühmen, über modernste Rohrleitungen und Abwassersysteme zu verfügen. Alle öffentlichen Gebäude und viele private Häuser waren daran angeschlossen. Hier ging es meist nicht um Leben oder Tod, sondern um Pflege und Wohlergehen. Kosmetische Chirurgie war erwünscht. Und natürlich konnten Ärzte wie Galen so etwas bieten. Vor allem schlechte Zähne waren ein Fluch der römischen Oberschicht.
Die meisten Menschen konnten sich nur einfache Kost leisten. Dafür war ihr Gebiss in Ordnung. Doch die reichen Römer ernährten sich im Luxus. Die Etrusker kannten schon hunderte Jahre zuvor Zahnersatz. Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, dass falsche Zähne mit verbesserter Ausstattung auch in Rom verbreitet waren. Leider verfärbten sie sich sehr schnell. Ein römischer Satiriker spottete über zwei Damen. Thais hat schwarze Zähne, Lecanias sind schneeweiß. Was ist der Grund? Die eine hat sich welche gekauft, die andere trägt eigene. Dentisten würden heute den damaligen Zahnersatz als Brücken bezeichnen. Einzelne Zähne wurden anderen Menschen oder Tieren entnommen, aber auch aus Elfenbein oder Knochen angefertigt. Mit einem schmalen Goldband wurden sie befestigt. Viele damalige Zahnbehandlungen sind den heutigen sehr ähnlich. Antiker Zahnersatz ist nur sehr selten bei Grabungen entdeckt worden. Der archäologische Dienst der Stadt Rom machte eine solche Entdeckung in einem Mausoleum. Hier liegt der einzige Beleg für Zahnersatz aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Die Zähne werden durch einen dünnen Golddraht zusammengehalten. Doch erstaunlicherweise sind auch einige Seidenfäden um sie herum gewickelt. Andere Formen kosmetischer Eingriffe waren ebenfalls bekannt. Antike Ärzte konnten Tätowierungen beseitigen. Sie heilten auf verletzte Ohrläppchen, durch die ein Ohrring oder eine Sklavenmarke gezogen war. Sie wagten sich sogar an Brustverkleinerungen, allerdings nicht aus kosmetischen Gründen. Vielleicht hat Galen selbst in den dunklen Gewölben des Kolosseums Sklaventätowierungen entfernt, wenn sich ein siegreicher Gladiator in der Arena die Freiheit erkämpft hatte. Um die unvermeidlichen Operationsschmerzen zu lindern, hat Galen auf die beruhigende Wirkung von Opium und Alkohol gesetzt. Doch in manchen Fällen half nur ein starker Wille über den Schmerz hinweg. Willenskraft und eine ruhige Hand waren in der Römerzeit vor allem bei besonders heiklen Eingriffen nötig, etwa bei Augenoperationen. Wie die Menschen heute litten auch schon manche Römer unter grauem Star. Die Trübung der Augenlinsen kann zu völliger Blindheit führen. Doch in der Antike war bereits ein Gegenmittel bekannt, die Operation. Die graue Star-Operation gilt als alltäglicher Eingriff. Der Arzt sticht mit einer sehr dünnen Nadel ins Auge und klappt die getrübte Linse weg. Wir haben eine Menge solcher Nadeln gefunden, hauptsächlich in Frankreich, aber auch in allen anderen Regionen des Imperiums. Das zeugt von einer weit verbreiteten Technik. Die knifflige Methode setzt in der Tat sehr feine Nadeln voraus. Mit ihnen dringen Chirurgen in den hinteren Teil des Auges ein, um den Star zu entfernen. Ein Ausrutscher kann zur völligen Blindheit führen. In einigen Entwicklungsländern wird der graue Star noch heute so bekämpft, wie die römischen Ärzte es vormachten. Doch auch in der modernen Medizin, die sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten so stark entwickelt hat, gibt es Ähnlichkeiten mit den antiken Techniken. Der direkte Vergleich einer alten Starnadel mit einer neuen zeigt die Übereinstimmungen deutlich. Obwohl Material und Konstruktion kleine Unterschiede aufweisen, wurden die Nadeln doch auf die gleiche Weise genutzt, vielleicht sogar durch Galen selbst. This is an even more sophisticated instrument.
Hier haben wir ein noch weiterentwickeltes Instrument, ein sehr gekonnt gemachtes Stück, eine Hohlnadel. In ihr bewegt sich eine Spitznadel. Mit ihr dringt der Arzt bei dieser Art von Operation direkt in die Linse ein. Dann zieht er die Spitznadel zurück und saugt die Trübungen durch die kleine Öffnung ab. Nur sehr geschickte und sichere Ärzte können mit der Montbellier-Nadel, so genannt nach ihrem Fundort in Frankreich, umgehen. Mit ihr dringen sie in einem viel früheren Stadium des grauen Stars ins Auge ein, lange bevor er sich verhärtet. Zu einem Zeitpunkt, an dem die flüssigen Eintrübungen noch abgesaugt werden können. Ein solch früher Eingriff erhellt das Augenlicht des Patienten in weit größerem Maße. Das gute Stück aus Montbellier unterscheidet sich nur wenig von der elektrischen Saugnadel, die heute bei der gleichen Operationsmethode eingesetzt wird. Die diffizilen Operationen der reichen und berühmten Bürger Roms sollten nicht das Ende der Karriere Galens sein. Imperator Marc Aurel erinnerte sich daran, dass ein Körper noch wichtiger war als der eigene, der Heereskörper. Galen sollte nun auch die Soldaten betreuen und für sie ein Lazarettsystem neu aufbauen. Die römische Armee hielt das Imperium zusammen. Darum schien es lebenswichtig, dass möglichst viele ihrer Soldaten gesund waren, so lange wie möglich. Waren die Männer in tauglichem Zustand, taugte auch das Imperium etwas. Das konnte den Imperator glücklich machen. Die Armee ist natürlich die Bevölkerungsgruppe des Römischen Reiches, deren Gesundheit wichtiger ist als die aller anderen. Von ihrer Fitness, ihrem körperlichen Zustand und ihrer Widerstandskraft hängen Stärke und Wohlstand des gesamten Reiches ab. Von daher überrascht es nicht, wenn der Imperator Galen beauftragt, sein Geschick und sein Wissen für die Armee einzusetzen. Er soll herausfinden, wie Brüche und Wunden schnell und gut geheilt werden können, damit die Armee so beweglich wie möglich bleibt. Die medizinische Behandlung von Soldaten gestaltete sich anders als die von Zivilisten. Die meisten Ärzte wagten damals nicht, im Körper zu schneiden, weil sie das Infektionsrisiko scheuten. Aber die Soldaten waren ja bereits verwundet. Der Feind hatte ihren Körper geöffnet. Verletzte Soldaten zu retten, war die Aufgabe der Militärmedizin. Nachdem er jahrelang Gladiatoren behandelt hatte, wusste Galen alles über Wundversorgung und Infektionsrisiken und er wusste, wo Kranke am besten geheilt werden können, in einem Hospital. Die ersten Krankenhäuser der Antike waren spezialisierte Zentren für die gesundheitliche Versorgung von Soldaten. Ein virtueller Besuch zeigt eine überraschend moderne Welt. Durch das Pförtnerhaus gelangten die Verletzten in eine helle, geräumige Station. Dahinter befand sich das Operationszentrum. Es wies hinaus in den Innenhof. Dadurch fiel mehr Licht in den Raum, das die Ärzte benötigten. In einer Ecke waren Bäder eingebaut. Daneben eine Anzahl von Spültoiletten. Ärzten wie Galen galt Hygiene als Thema Nummer eins. In der anderen Ecke lag die Küche. Dort wurde eine gesunde, ausgewogene Kost für die genesenden Patienten gekocht. In einem weiteren Flügel befanden sich kleine Krankenzimmer, so angeordnet, dass sich Kranke nicht gegenseitig infizierten. Natürlich gab es auch Sprechzimmer, eine Krankenhausapotheke und eine Sterbekammer für die Unglücklichen, die selbst Galen nicht zu retten vermochte. Das römische Hospital war wirklich eine unglaublich moderne Einrichtung. Und das nicht wegen seiner baulichen Gestaltung, sondern wegen der Art und Weise, wie Patienten aufgenommen und behandelt wurden. Im Laufe der Jahre hat Galen das Puzzle der menschlichen Anatomie zusammengesetzt.
Die Arbeit im Lazarett und seine eigenen privaten Experimente machten es möglich. Durch Untersuchungen menschlicher und tierischer Organe konnte er auch deren unterschiedliche Aufgaben klären. Aber er wusste, dass er etwas Wesentliches noch nicht gefunden hatte, um die Funktion des Körpers voll und ganz zu verstehen. In bemerkenswerter Weise gelang es Galen, Gehirn- und Nervensystem zu erforschen. Er erkannte, dass eine Lähmung der Hand durch Manipulationen des Rückenmarks gelöst werden kann oder dass Probleme an einer Stelle ihre Ursache an anderem Ort haben können. Das macht Galens Größe aus. Er entdeckte und behandelte die Ursache, nicht die Symptome. Dies ist besonders wichtig bei Kopfverletzungen. Gleich, ob die Opfer sie im Krieg oder im Schaukampf erlitten haben. Schläge an den Kopf können im ganzen Körper Wirkung zeigen, von Lähmungen bis zu Schmerzen. Der Arzt konnte heilen, wenn er die Problemzone im Schädel fand. Dazu öffnete er einen Teil der Schädeldecke. Das senkte zum einen den Innendruck. Zum anderen konnte der Operateur mögliche Knochensplitter entfernen, die von innen ins Gehirn stachen. Dass die rüde Prozedur, Trepanation genannt, schon in der Vorgeschichte angewandt wurde, belegen entsprechende Funde. Allerdings wissen die Experten nicht, ob damals aus medizinischen oder mystischen Gründen gehandelt wurde. Eine solche Operation erfolgreich durchzuführen, sei ausschließlich der modernen Medizin zu verdanken, meinten Experten noch vor kurzer Zeit. Das Infektionsrisiko und die Gefahr, die feinen Zellen des Gehirns zu verletzen, galt in vergangenen Zeiten als sehr groß. Doch ein Schädel aus der Sammlung des Medizinmuseums der Universität Rom erzählt eine erstaunliche Geschichte. Er gehört einem 5-jährigen Kind, dessen Kopf geöffnet werden musste. Auf der Schädeldecke klafft ein 6 cm langes Loch. Bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass dem Kind die Verletzung absichtlich beigebracht wurde. Eine Obduktion ergibt, dass der kleine Patient die Operation überlebt hat. Wie Galen die Beschwerden von Patienten mit Hirnerkrankungen einschätzte, hat er schriftlich hinterlassen. Er berichtet, dass er den Leidensdruck durch Schädelöffnungen mindern konnte. Genau so muss das Kind behandelt worden sein. Professor Renato Constanti hat den Schädel untersucht. Er glaubt, einen Wasserkopf diagnostizieren zu können. Mit Röntgenuntersuchungen hat der Pathologe Constanti wertvolle Einsichten in die altrömischen Operationstechniken gewonnen. Ein Teil des Schädels wurde entfernt. Das ging wohl leicht, weil die Knochenbildung des Kindes noch nicht abgeschlossen war. Der Experte schließt aus seinen Untersuchungen, dass es sich um eine Hirnoperation handelte und nicht um die Behandlung einer Schädelfraktur. Die Welt weiß viel über Galen. Er war ein fleißiger Schreiber. Und sein Lieblingsthema war er selbst. 3 Seiten am Tag, das Minimum. Hunderte von Büchern entstanden so. Doch das hatte auch fatale Folgen. Sein Werk war so revolutionär, so grundlegend und so fruchtbar, dass andere Ärzte nach seinem Tod versäumten, weiter zu forschen. Galen
Galen hat selbst für das Versagen der nachfolgenden Generation gesorgt. Niemand war ihm ebenbürtig. So beschränkten sich spätere Forscher auf die Herausgabe von Zusammenfassungen seiner Werke. Ihre einzige Leistung war ein Querschnitt seiner Ideen, aber auch das, was sie ausließen, beeindruckt heute noch. Bis in das 16. Jahrhundert galt Galens Arbeit als verbindlich. Nach seinem Tod machte die westliche Medizin zunächst keine nennenswerten Fortschritte mehr. Erst in den vergangenen 500 Jahren haben Anatomen seine Untersuchungen kritisch hinterfragt und herausgefunden, was er missverstanden hat. Galen hat viele seiner Theorien entwickeln müssen, ohne den menschlichen Körper gründlich untersucht zu haben. Pathologie im heutigen Sinn war zu seiner Zeit untersagt. Das erklärt den Unterschied zu späteren Erkenntnissen. Jahrhundertelang war seine Arbeit missachtet und vergessen worden. Erst kürzlich erkannte die Wissenschaft, dass ein Rückblick lohnt. Sie konnte nachweisen, wie nahe Galen an der Wahrheit war und wie gut er die komplizierteste Maschine der Welt, den menschlichen Körper, durchschaut hatte. Ich denke, Galen wird noch immer unterbewertet. Er verdient mehr Aufmerksamkeit. Seine Leistungen sind beachtlich und seine Auffassung von Heilkunst ist sehr zeitgemäß. Dabei geht es nicht um das Kurieren von Wunden und Krankheiten, sondern um die ganzheitliche Betrachtung und Versorgung eines Menschen, wie sie heute gefordert wird. Er ist seiner Zeit so weit voraus gewesen, dass ihn über Jahrhunderte hinweg niemand in Frage gestellt hat. Und danach mochte ihm keiner mehr vertrauen. Erst jetzt ist vielleicht ein abschließendes Urteil möglich. Heute können wir seine erstaunlichen Entdeckungen würdigen und die Kühnheit und Brillanz eines Mediziners bewundern, der sich an Operationen traute, die für annähernd 2000 Jahre niemand sonst versucht hat. Galen war der Mann, der die Grundlagen der heutigen Heilkunst schuf. In der Antike.